Es ist angerichtet beim Lübecker Reiterverein. Die Reitertage 2015 haben heute Morgen begonnen. Alles ist bestens vorbereitet. Die Parcourschefs, die wir gerade hier sehen, machen sich Gedanken über die Springbahnen. Und natürlich auch die Dressurreiter haben ihr 20 x 60 Meter großes Sandviereck, nur einige wenige Meter entfernt, schon erobert. Und wo wir gerade im Dressurstadion sind, gleich am ersten Tag wird richtig Gas gegeben. Zwei Prüfungen der schweren Klasse sind ausgeschrieben. Mit dem Grand Prix de Dressage sogar eine internationale Aufgabe, aus der sich dann heute Abend die besten 8 für die morgige Kür qualifiziert haben. Hier sehen wir gerade eine 1-Sterne-Dressurprüfung der Klasse S um den Preis der Familie Tim und den Preis von Jasmin Troike. Auch die Springreiter finden einen gut präparierten Rasenplatz vor. Für sie geht es am ersten Tag mit den Einlaufprüfungen erstmal langsam los. Alles in der Klasse M, also in der mittelschweren Klasse am heutigen ersten Tag. Erstmals zum Eingewöhnen. Auch hier geht es um die Fahrkarten zum Bundeschampionat des 6-jährigen deutschen Springpferdes, das ja in diesem Jahr bekanntlich wieder in Warendorf stattfindet. Ja, und warum es sich lohnt, an diesem Wochenende zum Rittbruck zu fahren, das weiß Pressesprecherin Christine Galler. Naja, wir haben natürlich erstklassige Prüfungen im Dressur- und im Springsport. Von der Klasse L bis zur Klasse S, alles vorhanden. Springen und Dressurreiten. Am Samstag haben wir nochmal diverse L&M-Springen. Dann natürlich unsere Grand Prix Kür als Galaabend um 20 Uhr. Da können natürlich gerne alle vorbeikommen. Und am Sonntag haben wir dann noch das große Highlight, ein S-Springen mit Stechen, der große Movistar Cup um 15.30 Uhr und zwei Qualifikationen zum Bundeschampionat für 5- und 6-jährige Dressurpferde.